Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und hier will ich euch heute mal ein Arty-Gameplay zeigen. Und zwar von der Tier 3 Abbott Arty. Ist ein Premium-Vehikel bei Armored Warfare. Optisch sehr, sehr schnieke. Da kann man sagen, was man will. Und da gucken wir uns natürlich auch mal die Details dazu an. Und wir sehen praktisch hier, in der Chronik lese ich euch mal wieder was vor, und zwar: Diese in Großbritannien entwickelte selbstfahrende Artillerieeinheit wurde als Variante des FV-430 entwickelt und bietet eine 105 mm Haubitzenkanone sowie einen vollständig rotierenden Turm. Dieses Fahrzeug besaß die ersten elektrischen Treibladungsanzünder der britischen Armee, die das traditionelle Trommelsystem ersetzte. Insgesamt wurden von dem FV-433 Abbott 550 Stück produziert. Er diente in der britischen und indischen Armee ab 1965, bis er vom AS-90 ersetzt wurde. Nun, wir sehen, Höchstgeschwindigkeit 46,80 km/h, Komposition ist natürlich klassischer Stahl, Schaden pro Minute 891, und das hier mal zu den Zahlen und Fakten. Nun aber im Spiel die Abbott. So, da sind wir also auch im Ladescreen, Karte, Pipelines, und wir sind hier mit unserem Tier 3 Tank. Top Tier. Ja, es gibt Schlimmeres als in einer AT auf einer Wüstenkarte Top Tier zu sein. Das kann man ganz klar sagen. Und es gibt hier ja zwei Munitionsarten, einmal die HE-Kanone, die klassische, und hier Rauchgranaten. Finde ich auch ganz lässig, dass man da so Rauch zünden kann und dann dementsprechend, ja, kann man da so ein bisschen unterstützend wirken. Aber nun wollen wir ein bisschen Damage drücken. Das ist erstmal das erste Ansinnen, das ich so haben werde. Natürlich kann man hier auch mit G noch eine Rauchgranate schmeißen, dass man selber hier ein bisschen bessere Tarnung hat. Ja, da ist schon Feuer. Ich glaube, ganz kurz, ich muss hier schnell mal die Sounds ein bisschen runterdrehen. Ja. Dass das so ein bisschen besser für euch zu verstehen ist. Meine Stimme, meine liebreizende Stimme. Also ich werde einfach mal erstmal hier hinten bleiben. Wie gesagt, der drehbare Turm ist natürlich ein riesen Vorteil. Lustig. Ist das schon wieder lauter? Ich habe nichts gemacht. Naja. Ist halt noch eine Beta. Weil es echt laut ist. Gerade die Musik ist auch nicht so wichtig. So, jetzt vielleicht. Und da ist jetzt auch sogar der erste Panzer gleich, der offen wäre und beschießbar ist. Allerdings ist er hier hinterhalb von diesem Hügel. Da komme ich dann nicht drauf, leider. Da bräuchte ich noch ein besseres oder schöneres Ziel. Für den T-54 dürfte das gleiche gelten. Ah, bleibt doch da oben. Ne, egal. Wechseln wir um. Oh, da hinten ist eine Arty. Wird gerade hier geschossen. Schade. Nochmal ein Treffer. Also das ist der Unterschied zu World of Tanks. Wenn hier die Arte schießt, dann gibt es erstmal so einen weiteren Kreis, einen kleineren Kreis und ganz klein beim dritten Mal schießen. Da weiß man ganz genau, wo die Position ist, und dementsprechend heißt dann umstellen und eben nicht darauf warten, dass ihr schön von der Arte beschossen werdet. Jetzt macht die Arte das gleiche Spiel wieder. Erster Treffer. Noch ein Treffer. So, jetzt muss ich mich natürlich wieder umstellen. Da, man sieht, sie hält hier rein. Sie will mich auch countern. Aber ich mache es jetzt nicht zu leicht. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Gegner hier drüben.
Die warten nämlich auch mal auf den Hit von meiner Wenigkeit. Da haben wir jetzt gut getroffen in Summe. Die Arti hält hier weiterhin rein, ja. Arti steht hier auf 6. Bewegt sich jetzt um. Da haben wir sogar noch mal einen Treffer gelandet. 45er. Sie schießt doch wieder. So, jetzt laden wir mal hier nochmal auf den T-54 um. Treffer 136 Schaden gemacht. Und die Frage, wann die gegnerische Art wieder reinhält. Ja, da hat sie auch schon getroffen. Würde ich gern hier unterstützend wirken, aber kann ich nicht. Na, hilft nichts. Muss mal umladen auf den LAV. Der wäre doch auch ganz schön. Und umstellen. Da kommt jetzt nämlich auch ein T-54 an. Ja, bisher läuft es ganz gut. Kann mich nicht beklagen. So, nochmal ein paar schöne Treffer setzen können. Da drüben ist jetzt die Abbott-Arti, die ist jetzt dauerhaft offen. Na, lieber mal nachladen. Oh, da vorne. Da braucht jetzt immer der T-54, der AFK ist, Unterstützung. Ich hoffe, dass ich gleich nachgeladen habe, weil dann kann ich hier den Ruler schnell wegmachen. Jetzt fahrt er zurück, ob er es gerochen hat. Ah, schade, schade. Die andere Arti ist immer noch im Spiel. Mein Team ansonsten hier nicht mehr. Da vorne ist alles tot. Deswegen muss ich mich jetzt mal ganz klar umpositionieren. Dass der da jetzt gleich sonst nämlich noch neben mir auftaucht. Schade, kann ich nicht drauf, würde ich ja gerne helfen. Aber geht nicht. Na, was ist jetzt mit der Ruler? Komm.
bewegt er sich natürlich in der Form. Alles unglaublich. Die andere Art, die ist Gott sei Dank schon aus dem Spiel raus. So, jetzt nur noch LAV-Arti am Leben. Nur noch LAV-Arti, nur noch der LAV am Leben. Übrigens, so, ich mache jetzt mehr hier Rauch, weil ich glaube, das brauche ich im Spiel nicht mehr. Sieht es nämlich aus, wenn ich dann den Rauch zünden würde. So, wo ist er hin? Der letztverbleibende. Ein Kill fände ich eigentlich noch ganz gut. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Der kann auch nicht nach unten geflüchtet sein, oder? 5 Minuten haben wir noch, also von dem ist noch ein Stück. Ich decke jetzt mal hier so nicht, dass der da unten irgendwo auf einmal doch stünde. Aber das war klar. Da ist er nicht. Wir sollen einfach mal die Gegnerbasis holen und dann wird er sich schon zeigen oder auch nicht. Noch haben wir ja genug Zeit. Wir können hier den Panzer nochmal in aller Ruhe anschauen. Da ist er doch. Komm schon. Komm schon. Ja, mein Kill! Mein Kill! Endlich den ersten Kill! Und ich finde, der war verdient. Yeah! Coole Nummer. So, Sieg. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich wie ich, dass der Kill noch verdient war. Aber ich denke eigentlich, ein schönes Arti-Gameplay. Ich finde auch hier aufgrund dessen, des Mechanismus, ist die Arti hier bei Weitem nicht so gefühlt so langweilig, wie es bei World of Tanks ist. Also das muss ich schon sagen, ist bei Armored Warfare deutlich besser gelöst. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch an, was der Ladescreen dazu sagt. Ob der meine Leistung ähnlich bewertet, wie ich das im Gefühl habe, oder ob es einfach nur hart vorbei an der Realität ist. Ladevorgang gleich beendet. So, also, was haben wir da? 1715 Schaden gemacht, 3 Assists, 1 Kill, wie gesehen. Performance, da sieht man an der Abbott-Arte zum Beispiel 300 Schaden in Summe gemacht. Teams, bin ich hier auf Platz 4 im Schaden gerutscht. Und auf Platz, was ist es, 6 in Summe von den XP. Und hier würde man nochmal die Details sehen und seht, Gesamtnetto mit Prämie sind 142.000 Credits und ein bisschen Erfahrung natürlich auch noch. Ja, das war doch ein schönes Arti-Gameplay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Armored Warfare, euer Alcaramba.